und herzlich willkommen zurück zu Pal World. Ja, wir haben es ja schon in der letzten Folge angedroht, wie auch immer, wir wollen züchten. Und zwar hat der Epi anscheinend schon den ersten am Schlawittchen gepackt und versucht, ihn jetzt gerade irgendwie da reinzustecken. Das war jetzt, das war ein Weibchen, oder? Weibchen. Ja, ich habe nämlich nur zwei Männchen, genau, das war's. Musander. So, dann werde ich, wenn ich sie denn finde, noch ein Petalia reintun. So, wo ist sie? Da. Nein, nicht abhauen. Oh, warum ist sie so schnell? F dich. Sollst hier nichts machen, du sollst mitkommen. Mann. Keine Arbeitsmoral heutzutage hier, ehrlich. Du sollst rumvögeln, bis der Arzt kommt. Verstehst du das nicht? So. Zack. Es knistert nur so zwischen den beiden. Und wir haben aktuell noch 6 Torten drin. Also ein paar Eier werden auf jeden Fall noch da rauskommen. Ja, und dieses wunderschöne Pärchen hier, das wird uns jetzt ein Lylin beschaffen. Ein Lylin, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das zeigen kann. Ich glaube nicht. Ah doch, ich kann es, glaube ich, zeigen. Das ist nämlich die Nummer 104. Das ist eigentlich das Pal, wo, ich glaube, der dritte Boss, den wir gemacht haben. Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher mit der Reihenfolge. Die hatte nämlich auch so einen Lylin, mit dem die gekämpft hat. Und das wollen wir uns jetzt daraus züchten. Die sieht aber hübsch aus. Ne? Ich meine, die aber sieht ja auch schon total hübsch aus hier. Ja, aber meiner ist ja eher das Weibchen, ne? Und das sieht ja eher bei dir aus wie das Weibchen. Irgendwie ist das komisch. Ja, ich sehe auch sehr weiblich aus und habe mehr männliche Hormone als weibliche. Also passt das jetzt schon. So, wir wollen uns auch gleich noch aufmachen. Wir bereiten noch ein paar Sachen vor und dann, ich weiß gar nicht, dann gehen wir zum Habiat, ne? Haben wir gesagt. Wo gehen wir hin? Was für ein Gerät hat sie? Dann gehen wir zum Habiat. Die werde ich dem Epi dann mal zeigen. Da musst du aber aufpassen, du darfst nicht vom Boden aus kämpfen und solltest nicht zu nah an den, wie heißen die Typen nochmal, die in den Dörfern sind? Die Miliz ist das, ne? Darfst du nicht zu nah kämpfen, weil sonst könnte es nämlich sein, dass die auch voll auf dich draufgehen. Das wird eine kleine Herausforderung. Aber ich habe die privat auch bestanden, um die zu... Die größere Herausforderung, muss ich sagen, ist überhaupt die Pals da zu fangen. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall jetzt jede Menge von den guten Sphären machen. Das sieht aus, wenn dieser Ragnarok hinter einen rückwärts durch die Base fliegt, in den Krallen Zuckerwatte hat und dann durch die Wand wegschwebt. Und jetzt ist er gerade durch die Wand wieder reingekommen. Ich weiß nicht, was das... Jetzt fliegt er auch wieder rückwärts. Also das... Es ist irgendwie so Moonwalk-mäßig. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wir sehen uns dann gleich, wenn wir uns aufmachen wieder. Bis gleich. Bis gleich. 4 Minuten, ach Scheiße. Ja. Du kannst auf Toilette gehen. Also, der ist auf jeden Fall einiges größer, als ich jetzt gedacht hatte. Ich glaube, den hättest du auch gar nicht da in dieses Häuschen reingekriegt, weil der ein bisschen zu hoch ist oben. Ja. Ist schon ganz gut, dass wir den... Vielleicht können wir dann später noch einen zweiten daneben stellen, wenn wir den zusammengespart haben. Das wäre nicht schlecht. Boah, der kämpft sich gerade ab, der Kleine hier, der Yoldok. Der Arme. So, wo ist der Große? Jetzt läuft er da hinten rum. Erzeugt Strom, steht aber... Was? Hä? Achso, erzeugt Stromgenerator. So, ja, kommt gerade von außen. Er steht hier 100%, aber... Also, jetzt kommt was. Guck mal, wie der guckt. Guckt, als wenn er gesoffen hätte. Oder in so einem... Genau, genau. Der ist so ein Status hier, das ist ja krass. Wieso kann ich hier nicht mithelfen? Hallo? Na jetzt. So. Also, dann muss ich jetzt mal eben schauen. Am besten fliegen wir zum Obsidian-Krater und dann von da aus weiter hoch. Oh, jetzt
Jetzt habe ich natürlich die Kälterüstung an. Hallo. Du sollst mein... Alter! Du sollst mein Pal rausholen. Oh, aber nicht den. Ich hatte den eben extra umgestellt. Wieso ist der jetzt wieder drin? Und warum ist das hier so dunkel? Ich sehe überhaupt nichts. Ist doch nicht dunkel. Ich stehe nach oben. Also ist das die richtige Richtung? Ein bisschen nach links. Also da Richtung Turm ungefähr müssen wir. Wieso geht mein Schild eigentlich ständig kaputt? Weil das Schaden nimmt durch die Hitze hier. Ja, aber ich habe doch eine Hitzerüstung an. Da muss das doch. Die Rüstung ist aber unter dem Schild. Das Schild ist davor. Und man kann ja direkt auf der Lava zum Beispiel bauen. Da musst du ja auch mit dem Schild auskommen, sage ich jetzt mal, dass du dann auch hier rumlaufen kannst. So. Oh, man sieht's von hier oben schön. Siehst du da unten? Bist du schon über den Berg drüber? Nein, ich versuche gerade meine Ausdauer wieder aufzurufen. Hier unten sind diese Wulmax noch. Siehst du da unten diese, die wie so eine Sonne aussehen? Sonne? Wo wir gerade drauf zufliegen. Ja, das ist eine Insel oder was damit? Das sind die Naturschutzgebiete. Da darfst du nicht von deinem Tier runterspringen. Warum? Das ist der Nachteil dabei. Weil Warum? Sonst kriegst du direkt die ganze Miliz, wie gesagt, an den Hintern. Ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du? Ich bin direkt vor dir am Fliegen. Ja, aber ich sehe dich nicht mehr. Wir sind nur anscheinend so hoch irgendwie. Wir sollten mal ein bisschen runter. Ich kann noch nicht mal mehr das Meer richtig sehen hier. Was ist denn das für eine Burg hier unten? Das war eine alte Burg, ne? Aber ich sehe dich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du bist. Über mir bist du nicht. Du warst eben vor mir. Auf einmal warst du weg. Dann flieg doch einfach weiter dahin. Ah, hier ist auch einer. Wie gesagt, ich sehe dich. Du bist direkt, keine Ahnung, wo du bist. Ach doch, da. Ja, guck mal hier links. Ich weiß nicht, normalerweise müsstest du die schon dazu zählen. Nimm mal die Chest hier oben. Ja. Weil es kann nämlich sein, ich weiß aber nicht, ob das nur die sind hier drin, aber ich denke auch die, die hier draußen an den Dingern drin sind, dass da, wie heißen die, irgendwas mit Büchern. Ich habe ein schlaues Technikerhandbuch, ja, genau, mal musst, zwei bekommen. Da musst du einen Rechtsklick drauf machen und dann kriegst du einen Punkt. Einen Technikerpunkt da. Also einen blauen Technikerpunkt. Ja, ich habe zwei. Mir fehlt noch zwei eine. Sogar? Ja, ich hatte zwei Bücher drin. Ach so. Also er hat mir zwei angezeigt, dann habe ich das zweimal gemacht. Jetzt pass auf, hier nicht, auf, nicht auf den Boden aufsetzen. Hier Ach sind, so. Und hier die Chest kannst du dir, also du kannst da drüber fliegen, aber nicht runterspringen. Du kannst die Chest hier noch nehmen. Ach, da bist du. Und hier überall, also nicht die Leute angreifen, hier überall sind diese roten Blumen. Die können wir auch schon mal für die Base sammeln. Wo? Aber immer schön warten, bis F da ist. Also nicht die Leute anschießen, weil sonst haben wir gleich hier einen riesen Trara. Ja, aber wieso darf ich den nicht anschießen? Warte doch erstmal, bis die Blumen eingesammelt sind. Weil wenn man nämlich hier irgendwas anschießt, haben wir gleich das Problem, die dass Agro. Du Agro hast. Sind die auf einen Agro? Wenn du die anschießt, ja. Nein, wenn ich Hab da ich ja näher gesagt. Dran bin. Deswegen, hier ist noch was zu lesen in der Mitte. Ja, das hole ich mir gerade. Und hier ist nochmal eine Chest hier links. Oh, den brauche ich noch. Warte, da ist auch noch eine Blume. Warum darf man nicht dingsen? Hast du die Chest? Ja, aber war hier ist auch nochmal eine, warte, hier. Oh, der sieht geil aus. Genau, der ist gut. Den brauchen wir, diesen roten da. Ja, der ist auf den bin ich ja gerade scharf. Nee, den will ich. Nee, ich hab's schon angemeldet. Nein, hier ist das geht nicht. Jetzt habe ich noch keine einer? Miliz gesehen, aber das heißt nichts. Das kann vielleicht sein, dass die spawnen, deswegen. Aber damit muss man aufpassen, weil das kann nämlich sein, dass die ins Wasser reinfallen. Wow. Das Problem ist, ich will eigentlich nicht die anderen treffen. Alter. Ich bin am Brennen. Ich muss mal eben zur Seite.
cool. Also ich habe ein bisschen angeschossen. Vielleicht hätten wir das mit unserem Level doch noch nicht wagen sollen. Er war ein bisschen hoch, obwohl es 40. Eigentlich müssten wir das hinkriegen. Das Problem ist nur, ich bin gerade ganz down. Wieso ist der so effektiv gegenüber Blitz? Ich hab eine halb runter. Scheiße. Hol ihn dir. Wo bist du? Ja, ich bin doch direkt hier vor. Och, jetzt nimmt der das natürlich nicht an. Er ist fast down, nicht mehr. Nein! Lass den in Ruhe! Nimm ihn! Nimm die Sphäre! Muss die ja erst einstellen. Auf mich. Wow, au, 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 au. Oh, ja, weißt du jetzt, was ich meine? Ja, und jetzt? Hast du ne? Yes! Oh Gott. Ich will aber zu allen. Ich weiß nicht, ob auf den anderen Naturschutzinseln... Normalerweise sind die unterschiedlich, meine ich. Oh, er regeneriert sich langsam. Aber wenn wir eine Nacht geschlafen haben und wieder nach hier kommen, dann spawnen die ja wieder. Achso, ich kann mal eben in den Eintrag gucken. Moment. Hier. Der... Oh! Oh, ja, den setzen wir in die Base rein. Ja, aber den will... Ja, so, der macht so Feuererzeugung 4. Ja. Warte mal, das können wir... Was ist mit diesen Wulle-Bums-Bums-Dingern hier? Die haben wir auch nicht. Wampo-Botan habe ich auch nicht. Achso, stimmt, das sind die anderen, ne? Ja, das sind diese Botans. Also einen würde ich da gerne von nehmen, aber... Wo bist denn du jetzt? Ich bin noch immer über dem Gebiet. Ach, aber da, ich muss, da oben. Du hast gesagt, ich darf hier nicht landen, oder was? Ja, du darfst mit dem Vogel, wie gesagt, nach unten, damit er wieder Ausdauer hochholt. Aber du darfst nicht vom Tier runtersteigen, habe ich gesagt. Hä? Warum geht der nicht hier drauf? Ach, jetzt. Die Frage ist nur, sollen wir zwei hintereinander angreifen? Sodass wir hier oder jeder für sich dann... Keine Ahnung, ich versuche erstmal den hier. Ich weiß nicht, wie das mit dem Schaden ist. Also Blitz ist natürlich nicht so effektiv. Dein Feuer ist extremst... aggressiv wollte ich gerade sagen. Extremst effektiv, Mann! Gegenüber... Ja. Ich meine, dass es Pflanze ist. Das sieht zumindest so aus. Ja, die sind ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Okay, dann versuche ich den hier. Ja, natürlich ist das zu weit weg. Ach, da ist noch ein Drache. Was für ein Drache? Ach so, der von gerade? Ah ja, das... Oh, hol dir aber trotzdem den einen noch. Nein! Oh Mann, nein! Zwei von den vier Dingern, die ich hab ich verballert. Ey, für dieses Scheißviech. Och Mann, ey. Das ist so ein Dreck, ey. Mann. Was hasse ich, ey. Den einen habe ich, aber ich will jetzt den Drachen durchnehmen. Schieß aber nicht auf meinen, weil der ist, wie gesagt, wegen Feuer extrem, ne? Das ist wegen Feuer. Oh, das ist ein Level 45. Das wird nichts werden. Oho. Hä, das hat überhaupt nichts gebracht. Oha. Nein, oh. Hallo, ich brenne. Oh, dann solltest du aus dem Weg gehen. Pass auf. Der geht ziemlich weit runter. Ich muss ins Wasser eigentlich oder irgendwie. Ey, wann hört das auf mit dem Brennen? Ich versuche den mal ein bisschen auf mich zu lenken. Ja, aber das Problem ist, ich habe keine... das hat fast gar keinen Schaden. Also das Viech, was ich habe, macht gar keinen Schaden auf den. Weil das auch Feuer ist halt, ne? Also ich habe jetzt die Aggro. Das heißt, der wird dir auf jeden Fall nicht hinterher schießen. Obwohl, jetzt geht er in deine Richtung. Du schießt auf den, oder?
Machst du das schon so weit? Ich dachte, da musst du näher dran. Nee. Ich war mich schon ja, am Fragen, warum der so runtergeht. Hä? Nein, er macht wieder. Nein, nein, nein! Och Mann! Ja, mein Vogel ist fast tot. Oh, mein Vogel ist fast tot. Fliegt was weg, der geht nicht hoch, also der resettet nicht. Ich muss den Vogel mal füttern. Oh. Er regeneriert langsam. Wieso gibt es eigentlich keine Heals irgendwie? Das ist doch scheiße. Ja, der Tiefhand kann ich ein bisschen heilen, theoretisch. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts. Ja. Ach so, ich habe noch doch noch von den pinken Dingern habe ich noch. Wie weit ist der jetzt? Boah, der braucht. Das dauert Alter, so ewig. Wieso fliegt der nicht? Mann! Wo bist du denn jetzt hin? Unten am Wasser. Ich habe irgendwie gerade zwei, glaube ich, die aggro auf mich sind. Nee, der eine ist doch nicht aggro auf mich, glaube ich. Nein! Nein, ich treffe noch niemand. Willst du mich verarschen? Ja. Was ist das? Ja, genau. Nein! Soll ich nicht mal mit einem Bogen drauf schießen? Oh. Ich hab meine Fresse, das war doch auch mal. Ich glaube, meine letzten Dinger. Warte mal. Von diesen besseren meine ich. Ne, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Puh. Scheiße, aber das dieses daneben, wenn die bewegen sich dann gerade in dem Moment, bewegen sich woanders hin. Das ist so scheiße. Ist hier sonst noch was oder sollen wir hier weg jetzt? Ja, ich habe gerade noch einen gefangen, weil der wollte irgendwie gerade durchs Wasser abhauen, der aber normalerweise gar nicht hier ist. Also ich kannte ihn nicht. So einen grünen hattest du jetzt, ne? So ein Wimpel. Ja, die habe ich. Ich habe jetzt auch beide, also die es hier gibt. Ja, dann ist das jetzt wahrscheinlich erstmal leer, weil wo der eine herkam, ich habe absolut keine Ahnung. Was immer blöd ist, sind die, warte mal, neben uns, ich werde mal nach links da Richtung Eisgebiet, weil da habe ich nämlich... Ich habe einen Metallhelm, Bauplan 3, episch, in lila. Okay. Wahrscheinlich aus der Truhe, nehme ich mal an. Und ein Saphir, meinst du? Aber ich dachte, ich hätte gerade noch ein... so ein Techniker-Handbuch gekriegt. Nee, das habe ich nie mehr gekriegt. Ich habe 3 minderwertige Munition bekommen. Also hier so ein Handwerk. so ein Handbuch habe ich nie mehr gekriegt. Oder vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau, ob du das von den Pals hier auch kriegen kannst. Aber das sind ja keine Bosse. Weil bei Bossen kannst du ja auch diese Pläne kriegen. Aber ich denke eher, dass du die aus der Truhe bekommen hast. Wo bist du denn jetzt hingeflogen? Wie ich gesagt habe, nach links, weil da habe ich noch keinen Wegschrein in der Nähe. Zur vergessenen Insel, das konnte ich gerade noch lesen. Da, wo dieser Nebel ist, oder was? Wo die Schneespitze... Ach, genau, hier vorne am Strand ist eins. Wo der Baum und die Schneespitze ist in die Richtung. Da ist direkt unten, also ich sag mal, vor dem Schnee hier am Strand ist... sag schon. Ist ein Wegschrein. Oh, sogar eine kleine Palseele war da drin. So, jetzt ist die Frage. Ja, du bist aber richtig, ich sehe dich zwar nicht.
jetzt sehe ich gar nichts mehr außer mich selber. Ich gehe aber schon mal zur Base zurück. Ich meine, du siehst es ja. Hast du mit dem Typ geredet da? Ich weiß nicht, ob das. Ja, der gibt dir nur Wolle oder irgendwas, glaube ich, hier im Strand. Ja, das sind diese Anfangssachen, die man da bekommt. Oh, ist eine Ei, kann ich ausbrüten. So. Geht der bis jetzt noch zurück? Yes! Hallo? Was? Bist du? Ja, ne? Ja, habe ich ja gesagt. Wir haben jetzt 6 Eier. Geh mal weg hier, ich will mir eins nehmen. So. Dann kann ich hier nämlich schon mal eins reinmachen. Deins ist auch gleich fertig. Nee, 9 Minuten steht da. Ich habe jetzt nur einen Balken gesehen. Ja, stimmt, 9 Minuten. Okay. Ja, normalerweise müssten wir dafür sorgen, dass die wärmer sind, aber eigentlich läuft so ganz gut, finde ich. Das ist dann quasi der Ausgleich. Ist jetzt die Sonne hier gerade aufgegangen? Ja, ne? Ach, Ach so. Was für ein Bild soll ich denn mal an die Wand malen? Ich könnte Captiva machen. Ich könnte Anubis könnte ich machen als Bild. Soll ich Anubis als Bild machen? Ja, mach das mal hier vorne, aber ich weiß nicht, ist das nur auf einem? Weil da hinten stehst du an den Fenstern, deswegen. Nein, ich muss mir erstmal die Waffe machen dafür. Ach, da kannst du dann mit malen, oder was? Ja. Jetzt wird die doch 10 Patronen gemacht, die sind billig, aber. Jetzt wird sie für mich doch interessant. Ja, warte, ich mach gerade die Waffe, die geht recht schnell und die helfen mir gerade hier, die Full Max. Ist das. Nee, das war das. Hilfsmittel zum Verschießen von Sphären. Multisphärenwerfer, das war auch das andere. Hast du das aufgenommen? Dieses Graffiti-Gewehr. Warte mal. Graffiti-Gewehr-Set. Aber du musst nur dieses Ding dann machen, weil das sieht aus wie eine Patrone. Nein. Nee, baue dir ein Gewehr, mit dem man es kann. Ja, du musst ein Gewehr und eine Pistole. Aber es ist eigentlich eine Pistole. Wo soll ich denn einen hinmachen? Sag doch mal. Ich habe es jetzt erstmal freigeschaltet. Ja, wie gesagt, hier vorne in die Ecke. Ich weiß ja nicht, wie groß das ist. Weil hier hast du 4 nebeneinander, je nachdem, was du da. Oh, der ist. Wieso? Hä? Warum? Aber man kann nicht sagen, wie rum der ist. Hier ist gar nichts. Doch, da, an der Wand. Nö. Hä, jetzt ist er weg? Hä, wieso ist er wieder weg? Ach, die gehen weil das wieder nur die weg. Die Ansicht war vielleicht? Hä? Hier, siehst du das? Nö. Hier an der Wand. Nein. Ja, dann weiß ich auch nicht, was es ist. Hier. Dann nimm du sie mal. Nimm du mal die Knarre. Hier. Ja, dann tu sie mal raus. Und hier die Munition. Das sind zwei andere Munition. Schmeiß mich hier hin. Alter. Wieso nimmt der beides auf einmal auf? Die muss ich aber ausgerüstet haben, nehme ich mal an. Ne? Die musst du ausrüsten, ja. Und dann schießt er aber, warum er den auch schräg schießt. Das sieht aus wie eine Spielzeugpistole. Ja, das ist ja auch Graffiti. Die soll ja auch wahrscheinlich eine Spielzeugknarre sein. Wie geil. Tschaka, ich mach die Wand kaputt. Aber ich kann ja nichts aussuchen, was ich machen will. Mache ich denn... Nee, aussuchen kannst du nicht. Dafür musst du eine andere Waffe haben. Du kannst jetzt eine Anubis damit machen. Yeah. Ja, aber was heißt Anubis zu machen? Ich kann ja nichts sehen. Ja, schieß doch mal. Da, ach so. Da ist er. Oh, ich sehe ne. Der hängt da. Aber verkehrt. Aber der geht wieder weg. Nee, bei mir hängt er eigentlich richtig, aber warte mal. Jetzt hast du noch einen gemacht. Das sind kleine Chibi-Anubis. Aber die hauen wieder ab. Ach so. Aber du verbrauchst die auch gar nicht, die Pistole. Guck mal, die Patronen sind immer noch 10, oder? Guck mal. Ich warte erstmal ab. Ach, ich wollte nicht. Patronen stehen ja gar nicht drin. Du hast mir keine Patronen gegeben. Doch, diese dicken, diese Patronen. Nein, du hast. Ah, nee, Moment. Den Bauplan, den hatte ich vorher schon. Ich habe aber nach, keine Patronen so eine, hier diese drin. Diese Patronen. Graffiti-Patrone und die Pistole hast du. Wie gesagt, ich habe keine Patronen hier drin. Okay, dann hast du keine. Nee, habe ich nicht. Kann natürlich sein, dass du die jetzt aufgenommen hattest. Ja, dann kannst du nicht schießen. Du kannst nur mit den Patronen schießen. Also hast du sie auch aufgenommen. Hier lagen 2 Dinger. Einmal die Patrone und einmal die Pistole. Ah, warte mal. Ich habe keinen im Inventar, aber unten rechts steht Graffiti-Gewehr 4 und ein 95 neben der Pistole. Hm. 95.
17 Minuten. Aber das ist komisch. 95 und unten 0. Warte mal, ich schmeiß mal eins an die Wand. Ja, jetzt steht da 94. Okay. Aber ist das so viel Munition? Eigentlich 10. Bei mir stand 10 dran. Aber ja, oder du hast irgendwie 10 aber, mal 10 gehabt. Aber das 100 ist ja eigentlich nur hattest. Kurzzeitig da. Anscheinend ist das wirklich nur so ein Spaßding halt. Ne? Ich dachte, ja, aber das ist doch doof, wenn das so... Ja, also deshalb habe ich jetzt auch nur die eine mal gemacht. So, warte mal. Ist jetzt blöd, weil... Ja, jetzt rennt der ja auch noch genau rein. Ich bin... Weg da. Ich bin die Gameplayerin. 007 Gameplayerin. Hat die sich jetzt gedreht? Na gut, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, mit diesem wundervollen Bild, dieser wundervollen Plastikspielzeugpistole. Das war eine Enttäuschung. Dein Ragnarok fliegt übrigens rückwärts und ist gerade Zuckerwatte am Wegbringen. Der macht übrigens keine Probleme. Im Gegensatz zu dieser Schildkröte, die überall gebackt ist, fliegt der einfach durch die Wand durch. Finde ich gut. Doch, ja, finde ich gut. Das. Er hat halt drauf. Was ist denn jetzt, was wolltest du denn jetzt in die Paarung hier reintun noch? Da können wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen. Wie gesagt, okay, dann kann ich mir jetzt einen Kaffee holen. Tschüss. Oh. Wir schließen erstmal die Folge ab. Der Epi hat sich schon verabschiedet. Der steht hier so ein bisschen rum wie Robocop in klein irgendwie. Oder ist das Sonnenuntergang? Das sieht ja so cool aus irgendwie. So auf einer Seite. Weiß mich das mal? Wahrscheinlich eher so ein Untergang. Obwohl, wir waren eben relativ im Dunkeln. Was machst du denn hier? Bisschen Päuschen am Machen oder was? Du geht das aber nicht. Och, wir haben wieder keine hochwertigen Metallbarren. Ey. Was ist das denn hier für eine Scheiße? So. Alles für Sphären wieder verballert worden und nichts. Begleitet von Epis tagtäglichen Gemeckere werde ich mal sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden und dass wir dann, wenn wir noch dran denken, vielleicht in der nächsten Folge nochmal die anderen beiden Inseln abklappern, weil wie gesagt, da kann man wirklich sehr, sehr gut, da gibt es auch einen schwarzen Skorpion. Aber den habe ich nur einmal gesehen privat. Und in den anderen Spielständen war ich auch schon öfter da und da habe ich sie noch nicht gesehen. Und ja, entweder machen wir das oder wir klappern nochmal die Bosse ab, dass wir die fangen. Müssen wir mal gucken. Ich sage erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.